Hallöchen und willkommen hier zurück in unserem Anwesen bei Darkest Dungeon. Ja, ich habe ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass ich jetzt mal ein bisschen auch auf neue Heldenklassen setzen werde. Also gerade habe ich ja beim letzten Mal schon welche mitgenommen. Die haben sich, naja, verhältnismäßig gut geschlagen. Es war jetzt nicht überragend, aber es war jetzt auch nicht eine totale Katastrophe. Ging schon. Ich habe jetzt mal noch einen Grave Robber beim letzten Mal gehört. Leider Gottes gibt es hier einige Klassen sehr, sehr selten. Ich weiß nicht, warum das so ist. So ein Leper würde ich auch gerne nochmal haben. Ganz am Anfang hatte ich ja mal einen, den habe ich irgendwann rausgeworfen, weil ich mir dachte so, ja, nö, brauchen wir nicht. Aber ich möchte natürlich jetzt trotzdem wieder einen haben. Und ich muss mal gucken, ob ich dann vielleicht hier demnächst irgendwie mal das noch erhöhe, damit ich ein paar Wappen habe. Insgesamt, denn, wie gesagt, dann ist die Auswahl halt einfach höher. Ne? Dass man einfach auch wirklich direkt eine ganze Menge wählen kann. Ich hatte ja schon gesagt, vielleicht mache ich es irgendwann mal so, dass ich dann mehrere Teams habe, die sich um höhere Dungeons kümmern und so ein Lobby-Team, so also Level 1 oder 0 oder was auch immer, die sich halt um die Level 1 Dungeons kümmern, wenn welche da sind. Und ja, es wäre ganz interessant zu wissen, glaube ich. Denn man kann die ja immer beliebig auswechseln, wenn die irgendwann mal gelevelt haben, kann man die rausschmeißen oder sowas, je nachdem, und holt dann einfach neue Leute. Dafür braucht man aber halt wirklich genügend Auswahl hier. Und wenn man das erhöht hat, kann man ja durchaus dann, weiß ich nicht, wenn man irgendwie nicht so den Helden hat, den man sucht oder sowas, kann man ja durchaus mit einer anderen Truppe mal losziehen, Dungeon machen und eine Woche später hat sich das ja alles wieder gemixt da in der Heldenauswahl, also es ist ja immer random, was da pro Woche kommt an Helden. So, und ich würde sagen, was machen wir denn heute eigentlich? Weiß gar nicht. Den Ring hätte ich auch gern mal noch, allerdings müsste man dafür wieder einen Boss töten. Nee, da habe ich heute keine Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwas Entspanntes. Na, vielleicht gehen wir den Medium Dungeon, die Altäre, was ist denn da der Plural von? Weiß ich gar nicht. Vielleicht sollten wir die mal irgendwie machen und ich würde sagen, wir nehmen mal Reynold wieder mit, der war lange nicht dabei. Ansonsten, wen haben wir denn nochmal? Gut, wir brauchen erstmal einen Heiler. Guck mal nach einem Heiler. Ah, Plagne, die hat bisher sehr, sehr gute Arbeit geleistet, die darf auf jeden Fall wieder mitkommen. Dann nehmen wir mal so einen Grave Robber mit, wo fühlt er sich denn am wohlsten? Shadow Fate, okay, dann darf ich nach vorne stehen, hinten, ja, ich würde sagen, bauen wir mal dahin und dann nehmen wir noch irgendwas mit, hier vielleicht ein Bounty Hunter mal wieder, Ihmchen hier, Koya, der hat ja glaube ich noch die Items an vom letzten Mal, ja, hat er noch, man sieht's ja, so, Provision, Glorious Gold, alles klar, wissen wir Bescheid, dann nehmen wir mal ein bisschen was mit, hoch. Was ist das denn? Ah, okay, ich muss es also irgendwie dann anwenden, das Zeug. Dann ist es natürlich blöd, wenn man natürlich gar nicht so viel Platz hat im Inventar. So, machen wir das mal so, finde ich. Ist ganz gut, glaube ich. Und dann geht's auch los. Can the defiled be consecrated? Can the fallen find rest? So, ich würde sagen, wir machen auf alle Fälle gleich mal eine kleine Rast und dann können wir ein bisschen buffen. A spark without kindling is a goal without hope. Das ist schon mal Murks, das brauchen wir nicht. Überhaupt irgendwas Sinnvolles bei? Sieht nämlich irgendwie nicht so aus. Ärgerlich. Scouting-Chance werde ich auf alle Fälle mal noch nehmen. Oh, das ist ja cool. 50% Chance, Essen zu produzieren. Ist ja die Frage, wie oft das ausgelöst wird. Oder ist das jetzt tatsächlich einmalig und man bekommt dann irgendwie ein bisschen Essen dazu? Dann nehmen wir auf alle Fälle das. Das nehmen wir auch mit. Naja, das ist zum Beispiel blöd, weil man kann sich nicht selber buffen. Also wieder abbrechen hier vielleicht, so, irgendwie. Nee, das will ich nicht. Ja, verdammt, muss ich jetzt irgendwie... Kann ich... Ah, doch, einfach wieder anklicken, alles klar. Stressresist. Ja, machen wir das einfach mal so.
Was haben wir denn noch? Zwei Punkte haben wir noch, die können wir irgendwie investieren. 20% heilen, das brauchen wir nicht. Ja, sehr gut. Jo, dann rasten wir mal. Mal gucken, ob wir überrascht werden. Ich vermute ja schon. Das ist halt immer ein bisschen merkwürdig, gerade wenn man auch irgendwie gebufft oder generell gelernt hat jetzt hier oder gebufft hat, dass man wenig überrascht wird. Irgendwie passiert das trotzdem ziemlich häufig, finde ich. Wir require only the strength to follow it. Ja, dann müssen wir mal zusehen, dass wir die Altäre finden. Altare, Altäre. Naja, ihr werdet sicherlich wissen, wie es richtig heißt. Oh, sehr schöner Crit. Genau so muss es losgehen. Ja, der Grave Robber, oder sie ist ja eine Sie, glaube ich. Die hat leider Gottes aber auch nur 20 Lebenspunkte. Das ist nichts, ey. Das ist echt wirklich wenig. Oh mein Gott, 15. Damit ist jetzt schon... Alter Verwalter, ihr seid ja wohl nicht ganz dicht. Hallo? Was ist denn mit euch los, sag mal? Ist ja wohl nicht ganz sauber. Confidence surges as the enemy crumbles. 15er Crit und natürlich vorher auch noch durch diese Seuche, die sie uns an den Kopf geworfen haben, diesen Kelch da quasi auch noch schon 5 Schaden bekommen. Ah, irgendwas Positives? Na, was bekommen wir? Ruins Explorer. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn das hier voll ist. Werden dann irgendwelche Sachen überschrieben oder bekommt man dann einfach nichts mehr? Das wäre natürlich mal interessant zu wissen. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Oh, da war den ersten Altar, glaube ich. Ah, und der Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Sehr schön. Erstmal ihn markieren hier, damit wir ihm dann beim nächsten Mal direkt eine reinhauen können. So richtig geil Schaden macht die aber nicht hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Bin ich so ganz sicher, was die eigentlich darstellen soll. Ich hätte gedacht, ein Damage-Dealer, aber... Es scheint nicht der Fall zu sein. So, jetzt kommen die erstmal alle dran. Wahrscheinlich gleich mit der... Na, hier reinballern von hinten. Ja, war ja klar. Dazed, reeling, about to break. Press this advantage. Give them. Na, sehr schön. Hat eine gute Crit-Chance, das Ding hat plus 10 Crit-Modifier. Gar nicht so verkehrt. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Na, geht doch mit euch, Jungs und Mädels. Ja? Sonst glaube ich auch gar nicht so schlecht, wenn man ein paar Leute hat, die hier ein bisschen erfahrener sind vom Level her und man halt einen neuen Charakter mit einfügt in die Gruppe. Das ist einigermaßen in Ordnung. Also muss ich natürlich hier alle Dings untersuchen. Ach nö, hör doch mal auf hier. Ich würde gerne aussuchen, wen ich hier daran schicken möchte. Ja, siehst du, hättest du mal lieber aufgepasst mit den Fallen. Horst. Traps lie in wait. Unsprung and thirsting for blood. Oh, ein Kampf. Und wir haben den Überraschungsmoment auf unserer Seite. Können wir direkt mal gleich hier vorne aufräumen. Ja, oder auch nicht. Wir können es auch lassen. Müssen wir nicht unbedingt, ne? Können wir uns auch sparen. Ach, hör doch mal auf hier, Mensch. Ist doch nicht zum Aushalten. Komm, jetzt einmal weghauen.
Na, hat gerade so gereicht, aber nicht mehr als nötig. Sehr schön, hat nicht funktioniert. Na, die mit ihrer Seuche, ist unglaublich. So, Freundchen. Jetzt bist du erstmal dran. Ah, jawoll. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Na komm, ist wieder eine Falle drin. Na, doch nicht. Ausnahmsweise mal Glück gehabt. Ich weiß gar nicht, wie der Altar hier aussieht auf der Karte. Executed with impunity. Na, ich mag die Bounty-Hunter, die haben eine gute Crit-Rate. Ja, ich mag die Bounty-Hunter, eine gute Crit-Rate. Ja, die Patch-Änderungen irgendwie, die sie da eingeführt haben, dass halt der AE-Schaden oder generell die AE-Effekte für jedes Ziel einzeln ausgewürfelt werden, finde ich gar nicht so verkehrt, dass dann nicht irgendwie ein Crit gleich auf alle wirkt, wenn man halt Glück hatte oder sowas. Das finde ich ziemlich gut. Ist natürlich auch teilweise nachteilig, klar, aber ja, ist realistisch auf jeden Fall. So, haben wir hier ein Altar? Nee, haben wir nicht. Schade. Ah, er hat doch ja Latten am Zaun hier. Na, ich muss irgendwie da schnell hinten rankommen, aber schaffe ich gerade nicht. Vielleicht hier. Ah, okay, sehr schön. Wie kann ich jetzt wieder Stress aufbauen? Ja, aber ich glaube, so ist das ganz gut, wenn man halt wirklich einzelne Charaktere mitnimmt, die noch nicht so erfahren sind. Das passt einigermaßen, finde ich. Könnt natürlich auch von der Erfahrung der anderen Helden lernen. Genau wie im echten Leben. So, ich würde gerne auf jeden Fall mal irgendwie noch Dingens finden. Dingens, also ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ein Schlüssel. Denn wir haben jetzt hier ist wahrscheinlich wieder Gift, Falle drin, oder was? Ah, Glück gehabt. So, da tauchen wir weg. Nehmen wir das mit. Ansonsten Büsten brauche ich, glaube ich, gerade nicht so viele. Na, machen wir das mal so. Tja, jetzt einmal im Kreis gelaufen. Wer hat denn die denn hier? 40%. Ja, da hat der Bounty Hunter auf jeden Fall mehr. Kann ich mal direkt drum kümmern. Bisschen Stress abbauen. Ja, das ist das, was ich meinte. Das Ding ist jetzt, glaube ich,
ja 1000 Gold wert. Und wir lassen es mal liegen. Ich will jetzt nicht unbedingt noch Zeug wegwerfen. Am Anfang schon. Können wir dann später mal noch entscheiden. So wichtig ist es jetzt noch nicht. Der Hauptauftrag ist ja halt, die Dinger hier irgendwie zu aktivieren. Ja, das ist halt, er ist halt so scheiße aufgebaut, der Dungeon. Also gerade hier einmal im Kreis gelaufen. Kostet eine Menge Zeit. Ja, ganz großes Kino. Einmal schön daneben gehauen. Ja Mensch, also ihr braucht doch nicht treffen, ne? Das beschleunigt das Ganze jetzt ungemein, wenn ihr nicht trefft. Hallo, wieso bist du denn schon wieder dran, du Horst? Was war nicht zum Aushalten mit euch? Oh. Das wollte ich jetzt nicht, das war der falsche Skill. Dann ist nämlich gleich Licht angegangen. Verdammt, kann ich es ausmachen? Ne, kann ich nicht. Es wurde auch entfernt, dass man da nicht das irgendwie manipulieren kann. Dass man irgendwie mit Fackel quasi in den Raum reingeht, ohne dass man sich irgendwie, also dass man nicht überrascht wird sozusagen und dann halt im Kampf ausschalten. Das wurde entfernt, ist auch gut so, weil das konnte man relativ leicht ausnutzen. Das möchte ich natürlich nicht, aber ich hätte jetzt gern trotzdem das Dunkel gehabt. Aber naja, wie gesagt, ist halt so. Ist bestimmt auch mies, wenn man irgendwie im finsteren Dungeon rumlatscht die ganze Zeit, auf einmal macht einer eine Taschenlampe an. Das muss man sich ungefähr so vorstellen wie bei einem Nachtsichtgerät, wenn dann halt irgendwie alles finster ist und man hier den Restlichtverstärker sozusagen auf der Nase hat. Dass man dann irgendwie voll geblendet wird. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. So, ich hätte gerne den nächsten Altar bitte, denn ich möchte es zeuglos werden. Weiß schon mal keiner.